Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Destruction Derby Arenas. Und genau, wir waren letztes Mal hier in der ersten Folge des Projekts und haben hier ins Spiel reingefunden. Und genau, liebe Leute, dann würde ich vorschlagen, machen wir erstmal mit dem zweiten Meisterschaftsabschnitt weiter und dem Casino. So, hier haben wir David Forge schon, unseren Erzfeind, wie wir in der letzten Folge gelesen haben. Das Casino nicht leicht wird. Jede Kurve ist ein Glücksspiel. Ihre Gegner wollen sie zerschmettern. Das ist der Deal. Aber wenn der Turm einstürzt, gewinnt die Bank. Ja, das, so sieht's aus. Ach, diese Beschreibung einfach. Ach, herrlich. So, dann geht's mal los, Freunde. Yeah, wieder geile Bucke hier, ey. Und ihr seht's, wir haben unsere neuen Autoteile eingebaut. Und ihr seht unseren neuen Boost, ne? Das ist ganz genau so. Und zwar, ich habe euch ja jetzt halt mit jedem Abschnitt, den wir erfolgreich abschließen, kriegen wir hier so Bonus-Parts und schaut euch das an. Und schon fliegen wir hier durch die Gegend. Schaut euch diesen Boost an. Der ist schon wesentlich besser als der aus dem ersten Abschnitt. So, Freunde. Jawohl. Und damit lässt sich schon ein bisschen einfacher fahren. Wir haben jetzt auch einen Reifen. Das ist so ein Grip-Reifen. Das heißt, jawohl, wir kriegen mehr Grip tatsächlich durch diesen Reifen. Und genau. Ah, lass mich doch in Ruhe. Wir müssen... Also diese Strecke ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Gegen unseren Erzfeind, David Forge. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich David heißt oder Dravid, wie sie hier sagen. Das ist ein bisschen ein komischer Name. Aber da vorne ist er doch. Da vorne ist er. Und das wird schon schwer genug, den zu kriegen. So. Okay, wir holen uns den Boost und da... Na, genau. Genau so. Gut, dann warten wir mal. So, da sind sie wieder. Carver, du, dir gehört schon das Casino 2. So, das war ein richtig geiler Crash. Na, komm schon. Und zack. Ihr seht's. Ihr seht das, ne? Wow. Wie schnell wir mittlerweile sind mit dem Boost. Das ist wirklich unglaublich. So. Einfach krass. So. Das finde ich auch geil an diesem Spiel, dass man seinen Wagen einfach aufrüsten kann. Weil guckt euch das an. So, zack. So, wunderbar hier. 49. Wir haben schon knapp 50.000 Punkte. Das ist schon nice. Ja, schon nice. So, gib mir den Reifen. Ich weiß nicht, warum die das Pastum nennen. Das ist einfach ein Grip-Reifen. Aber nun gut. So, dann können wir Fortune killen. Können wir Fortune killen? Ach, verdammt. Nee, klappt nicht. Okay, egal. Dann einfach weiterfahren. Einfach weiterfahren. Da müssen wir uns jetzt einen Vorsprung ausarbeiten. So. Gut, ja, es läuft sehr gut. Also mit 50.000 plus Punkten, glaube ich, wird das was werden, dass wir David Forge direkt kriegen. So, dann einmal... Ah, schade. Oh, da ist er doch schon. Was? Alter Schwede. Wie schnell bist du? Das ist ganz wichtig, dass wir in diesem Rennen gegen David Forge gewinnen. So, David oder Dravid, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber, dass er David Fortune heißt und dass es einfach eine Schreibfehler ist. Weil den Namen Dravid kenne ich gar nicht. So, und? Ja, ich glaube, das haben wir safe gewonnen. Ah, geil. Okay, alles klar. Noch eine Kurve. Und jawohl. Einfach nochmal einen schönen Move am Ende. Ja, wir haben Fortune. Sehr schön. 68.000 Punkte. Boah, schaut sich das an. Aber haushoch. Aber haushoch. Okay. Dann geht's mal weiter, würde ich sagen. Jo. Bis jetzt sieht das relativ sauber aus. Immer Erster gewesen. Gut. Gehen wir in den Hafen zu Lady Cassandra. Ich bin gespannt, ob wir die kriegen. Die hat ja diesen... Wir sind hier am Hafen. Blauer Himmel, blaues Wasser und blauer Rauch von den Nitro-Verbrennungsmotoren. Es herrscht offener Krieg auf der Wasserstraße. So sieht's aus. Ich wollte sagen, Lady Cassandra hat ja diesen Range Rover. Ne? Aber ich bin guter Dinge, dass wir die auch kriegen. Ach, verdammt nochmal. Ich bin voll gegen die Wand gefahren. Aber wieder dieser geile Soundtrack.
So, bam. Und einfach. Einfach weiter drauf hier. Los. So, am besten direkt nach vorne. Nicht ins Wasser fallen am besten. Weil das klaut Zeit. Und am besten hier die Jeeps mal kaputt machen. Ganz genau. So. So. Was? Dann wird mir gewalt. Alles klar. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier... geh weg, Victim. So, danke. Okay, Cassandra ist tatsächlich Erste. Okay, boah. Ja, die Strecke hier ist nicht ganz so einfach zum Punkte sammeln, aber... So, schau dich das an, Freunde. Da kommt ein Schiff. Das Schiff crasht in die Strecke rein. Es ist zu geil. Es ist... Alter! Es ist einfach zu geil, dieses Spiel. So, jawohl. Dann machen wir mal weiter. So, einmal den Jet zerstört. Einfach so, weil wir es können. So, die Rakete! Genau, und hier... Bam! Aber wir haben den Kill nicht gekriegt, sondern Jeremiah hat ihn gekriegt. Alles klar, warum auch immer. Ja, 12.000 Punkte, das ist jetzt nicht wirklich viel, tatsächlich. Aber hier, bam. So. Schon sind wir bei 15.000. Wir müssen einfach vernünftig crashen, tatsächlich. So. Ah, verdammt nochmal. Aber der Wagen ist schon leichter zu beherrschen als in der ersten Folge. Bam. Das war ein geiler Move, Scratch. Das war geil. Ach, da ist Lady Cassandra schon wieder ganz vorne. Wow. Ja, Danny Brennan. Ist okay. So, du kommst hier nicht vorbei. Ach, jetzt hör doch auf. Echt. Wir müssen Cassandra kriegen da vorne. Zum Glück ist Cassandra nicht schnell. Die haben sich festgepackt. Sehr geil. So, wir müssen Cassandra kriegen. Ja. Ja, 23.000. Ich glaube, das könnte reichen, wenn wir jetzt Erster werden. Der hat mir die Rakete geklaut, der Penner. So. Ja. Das sieht gut aus. Ah, das sieht sehr gut aus. Freunde. Cassandra, Mann. Okay. Ah, Jeremiah hat die Rakete gekriegt, leider. Mensch, Cassandra. So. Dann einfach fahren, einfach fahren, einfach fahren. Ach, verdammt, das ist gar nicht mal so einfach. So, und dann hier, Toffi kann ruhig weg. So, ich glaube 25 Punkte. Das passt jetzt erstmal. Wenn wir jetzt tatsächlich Erster werden, bin ich guter Dinge, dass wir Cassandra kriegen. Und wenn nicht, dann, wie gesagt, mache ich auch mal von vorne. Aber ich bin da guter Dinge. So, Victim! Oh, geil. Okay. Ja, jetzt haben wir nämlich... Bam. So. Jetzt haben wir nämlich 42.000 Punkte, wenn wir Erster werden. Aber das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Und, genau. Das heißt... Oh nein, nein, nein! Nein, fahr doch! Oh, ist das ärgerlich. Oh, ist das ärgerlich. Und wir haben deswegen Cassandra nicht gekriegt. Was? Wir sind Sechster? Okay. Direkt durchstarten. sehr interessant. Wirklich interessant. Also, Sechster, damit hätte ich nicht gerechnet, tatsächlich, dass wir so schlecht waren. Also gut, da müssen wir mehr Punkte sammeln. Okay, ich verstehe schon. Dann müssen wir mehr crashen. Dann müssen wir mehr crashen. Okay. Dann hier, zack. Und schon wieder 4.000 Punkte hier. Und dann hier mehr Sachen kaputt machen wahrscheinlich. So. Boah. So viele Karren hier. Das gibt's ja nicht. So. Was hat er gesagt? Ich hab mich gerade nicht verstanden, aber das war scheinbar witzig. So, Und kriegen wir da... Ah, verdammt. Okay.
Jetzt bin ich zwar Erster, aber wir haben nur 10.000 Punkte. Das ist auch kacke. Eigentlich. Okay. Da ist das Schiff. Oh mein Gott. Da war das Schiff, ja. Energieverlust. Sehr gut. Lass mal. Dann kriegen wir nämlich den nächsten, der mich hier rammen möchte. Wer hier vorbei möchte, kriegt Energieverlust. Und zack. So, Rakete. Ah, schade. Und zack. Wow. Okay. Toffi, du schon wieder. Du gehst mir ganz schön auf die Nerven gerade. So, Rakete. Ach, Mann. Verdammt. Ja, wir haben 11.000 Punkte. Das könnte knapp werden mit dem Sieg mal wieder. Ist aber auch echt nicht einfach hier. So. Ach, Mensch. So, 12.900. Und hier... Man müsste eigentlich mal einen Frontal crashen, ne? Damit man mal ein paar mehr Punkte kriegt hier. Ah. Schwierig, schwierig. Zack. Ja, das ist alles... alles nicht das Gelbe vom Ei gerade. Nehmen wir die Rakete. Ja, danke. Danke. Zum Glück rutschen wir noch ziemlich weit. So, dann... Ach. Ich auch nicht. Ich auch nicht, Seth. Ich auch nicht. So, dann heißt das, wir können... Ja! Genau. So. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Okay. Boah, die Leute, die sind hier ganz schön... Ist nicht einfach, ne? So, hier. Yin Yang war das. Boah. Oder ich mache gleich mal einen anderen Trick, dass wir mal kurz vorm Ziel anhalten und dann tatsächlich mal umdrehen und alle Leute frontal crashen, die da jetzt noch kommen. Ja, ihr seht, wir sind immer noch 13.000 Punkte im Rückstand. So. Ah, verdammt, keiner von uns hat die Rakete gekriegt. Mensch, du verbackte Mariah. So, ja, vorbei. Wir haben den ersten Platz. Toffi holt uns ein. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt reicht. Reicht es jetzt? Nee, es reicht immer noch nicht. Verdammt nochmal. Gut. Nochmal das Ganze. Aber ich habe vergessen, mich umzudrehen, ja. Probieren wir jetzt am besten noch einmal. Ja, das gleiche Intro nochmal. So, so, jetzt machen wir es aber mal vernünftig. Aua. Ja, wir machen es vernünftig. Einfach mal gegen die Wand fahren. Oh, könnt ihr mich mal rausfahren lassen? Mensch, ihr seid ja wohl... Die lassen mich einfach nicht losfahren. So, jetzt... Jetzt können wir mal weiterreden hier. So, wow, da war schon die erste. Krass. Und Yin Yang. So, wir müssen uns beeilen. Ja, wobei, wir sind gerade vorletzter. Aua. Genau. Mach die Jets kaputt. Oh, wir sind letzter. Ja, krass. Der Reiseleiter. Okay. Wir müssen Plätze aufholen. Definitiv. Und, genau. Naja, klau mir ruhig den Nitro-Boost, Penner. Okay. Was macht der denn? Wie ist der denn gefahren? Naja, gut. Und schon sind wir Achter. Seht ihr das? Und schon sind wir Achter. Die Hafenstrecke ist wirklich hart. Muss man sagen. Und da kommt das Schiff wieder. Das Schiff macht auch immer denselben Fehler. So. Jo. Alles klar, die ist runter hergefahren. Wir, dann holen wir uns halt die 500 Punkte. So, da war Cassandra, sehr schön. Crane, hau mal ab. Hau ab jetzt. So, lass mich in Ruhe. Cassandra! Können wir die vielleicht sogar... können wir die vielleicht sogar töten? Nee, schade. Und hier... Ach, guck mal, schon sind wir auf dem vierten Platz. Ah, ich muss mich mal kratzen, das ist jetzt mies, aber okay. So.
Bam! Geil. Okay. Wir haben ein Schild. Und können wir... Ach, verdammt nicht. Und bam! Jawohl. So muss das laufen. So, wow. So muss das laufen. So, und nicht anders. Ich muss jetzt nur irgendwie den ersten Platz kriegen. Ich glaube, dann haben wir es endlich geschafft. So, und, ach, Crane, Mann! Lass mich doch! Geht doch alle mal aus dem Weg hier. Der Boost ist noch nicht das Gelbe vom Ei, aber besser als der erste auf jeden Fall. So, dann haben wir hier... So. Immer noch Fünfter. Was soll das denn? Jetzt sind wir Zweiter. Okay, wir sind Zweiter. Wo ist der Erste? Da ist der Erste. Marco, du bist es. Okay. Okay, und dann einfach hier und zack. Oh, Moment mal gerade. Ich muss mich mal gerade kratzen. So. So, dann hier. Und, jawoll. Ah, das war ein guter Crash. Hey, 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 hey. Nix da. Ach, nee. Verdammt. Fahr, 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 komm. Komm jetzt. Oh, nicht noch überholt werden. Oh, yo, ist klar, Leute. Ist klar. So. Komm, das kriegen wir, das kriegen wir, das kriegen wir, das kriegen wir. Einmal konzentrieren. Boah, ist das knapp. Boah, ist das knapp. Ist das knapp. Boah, ui, okay. Ah, wir haben Cassandra endlich. Ah, danke. 10.000 Punkte von Marco. Puh. Okay, das haben wir endlich geschafft. Gott sei Dank. Okay. Zweimal Erster. South Central. Da ist er, Leute, der Marco. Schaut euch den an. Sieht krass aus, einfach. Oha. Sieht aus, als wäre South Central reif für einen weiteren Aufruhr. Destruction Derby kommt. Sie können darauf wetten, dass hier niemand für die Fensterputzer anhält. Definitiv nicht, nein. Es gibt, glaube ich, wichtigere Dinge hier als Fensterputzer. So, dann... Und zwar zum Beispiel, indem wir Marco jetzt kriegen. So. Geile Mucke wieder, ey. Ticke, 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 ticke. So. Und kriegen wir direkt einen Kill? Jawohl. Wir kriegen direkt einen Kill. Am Scratch getötet. So, Bams. Wow. Das ist das, was ich meine. Das war so ein riesiger Benzincontainer. Und der fliegt einfach quer durch die Karte. Also, das meine ich mit unrealistischer Grafik. Ja. Und dass die Autos halt einfach auf den Kopf landen. So. Okay. Gib mir das Reifen. Ach, du Penner. Du Penner, wirklich. Du Penner. Klaust du mir einfach meinen Reifen? Oh nein. Bloß nicht anfassen, weil genau das passiert. In der hat einen Energieverlust eingesammelt. So, und... Ach, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ihr nervt. Ihr nervt ziemlich. So, dann hier, bam, bam, alles mitnehmen. Und ja, Freunde, dann freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Destruction Derby Arenas. Ich hoffe, es gefällt euch so sehr wie mir. Aua. Aua. So, da ist schon wieder Cadence. So, diesmal hole ich mir aber das Reifen. Den Reifen. So. Da, so. Und schaut euch mal an, wie schnell wir sind. Das Ding gibt uns nämlich auch Geschwindigkeit. So, schaut euch das an. Und hier und nochmal. Sehr gut. Das heißt, schaut euch das an. Bam. Und bam. So. Und, ja, ihr seht das, ne? Wie schnell wir einfach sind durch das Ding. Au. Hä? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ah, ich muss hier, okay. Alles klar, ich habe kurz vergessen, wo ich hin muss. Das ist so die Gefahr bei dieser Strecke. Weil da gibt es in der Mitte so eine Kreuzung. Und, ja. Kann man schon mal vergessen, wo man hin muss. So, jetzt heißt es einfach Plätze gut machen. Und am besten noch ein paar Crashs machen. So, genau.
Wir haben den Reifen, das heißt, wir haben ordentlich Geschwindigkeit. Und wir haben einmal Energieverlust. Das ist die letzte Runde schon. Was? Oh, shit. Okay, das wird knapp. Das wird jetzt knapp mit dem ersten Platz. Wow, okay, doch. Könnte reichen. Ah, aber nicht für Marco. Nicht für Marco. Ja, er hatte 5000 mehr. Okay, nochmal wiederholen. Nochmal wiederholen. Ich meine, wir haben ja noch die Zeit. Also von daher passt das schon. Marco ist halt auch sehr schwer zu kriegen, ne? Das ist einfach so. Ich liebe dieses Soundtrack hier. So, da hat mir wieder einer meinen Reifen geklaut. Ja, klar. Ach, verdammt nochmal. So, jetzt aber hier wieder die Benzinkanister quer durch die Gegend schmeißen. Könnt ihr mir mal ein paar Punkte geben? Oder das da? Genau, das hier. Ja. Zum Glück können diese Explosionskisten nur wir aufsammeln und nicht die Gegner. Das war ein bisschen unfair für die Gegner, aber ist... Ach, verdammt! Ja, okay, egal. Machen wir es so. Kriegen wir ein paar Pünktchen. So, und hier... Ach. Hier war, glaube ich, auch eine, ne? Ja, da. Da ist auch eine. Wunderbar. Und dann... Ach, schon wieder. Ich wollte das gar nicht aufsammeln. Schild ist zwar auch super, aber ich habe halt lieber den Reifen tatsächlich, ne? So, und Marco vielleicht... Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht kriegen wir den von oben, aber... Nee. Ja, danke. Immobilisiert der mich einfach. Das ist ein Banner. So, gut. Danny Brandon, geh bitte weg. Na verdammt. Der hat mich irritiert da. So, und hier und bam. So, ein Schild nochmal. Wir haben immer noch zu wenig Punkte. Wir sind nur Fünfter. Könnte besser laufen, tatsächlich. So, da ist wieder das weiße Auto. Keine Ahnung, was mit dem ist, mit dem Wagen, ja. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. So, und wir haben wieder Speed. So, wir haben wieder Speed. Guckt euch das an. Wir haben wieder Speed. Jawohl. So. Und hier wieder. Und Marco ist da. Ja, okay. Ja. Da ist er. So, okay, alles klar. Und jetzt einfach nur noch erste. Einfach nur noch durchkommen. Ja, und wir haben einen gekillt. Wir haben Canvas getötet. Sehr schön. Und jetzt einfach nur noch durchkommen. Komm. Nur noch durchkommen. Nur noch durchkommen. Bitte. Oh, alter Schwede. Nochmal Punkte mitnehmen. Geil. Jetzt haben wir Marco. Wunderbar. So. 13 Punkte. 13.000 Punkte Vorsprung haben wir. So. Gut, dann gehen wir jetzt in die letzte Stage. Und zwar Redline. Das ist Toffees Karte. Machen Sie sich gefasst auf jede Menge Action. Bei Redline kommen Puls und Instrumente in den roten Bereich. Achten Sie auf die Fahrer, die Kühlergrill an Kühlergrill durch das Motodrom rasen. Eine Frage, meine Damen und Herren. Haben Sie Feuer? Ich nicht, sorry. Ich habe kein Feuer. geil wieder, ey. So, wir müssen hier tatsächlich, das ist wieder so ein eine Zerstörungsarena. Einfach crashen. Und das hier, diese vier Dinger, die uns hier so hochschmeißen, oh, das sollen, glaube ich, Motorblöcke darstellen. Also das Design hier ist an das Innere eines Motors angelegt. Habe ich das Gefühl. So, hier ist eine Heilung drauf. Aua. Da ist eine Heilung drauf. Die möchte ich gerne haben. Lasst ihr mich mal in Ruhe? So, okay. Und bam. Genau. Ich glaube... Ach, genau. Was ich noch vergessen hatte, euch zu erzählen. Wenn man in den Abgrund fällt hier bei diesem Spiel, kriegt man volle Lebensenergie. Und hier ist es halt so... Ihr seht das, ne? Hier war eben Abgrund. Jetzt sind hier die Platten. Das ist eine Besonderheit hier.
dass hier quasi die Abgründe sich abwechseln. Das heißt, links, rechts sind Abgründe. Und wenn wir Leute in die Abgründe schicken. Schau ich das an. So, und Dicke war killen. Ach, verdammt. Wenn wir Leute in den Abgrund schicken, kriegen wir 5000 Punkte. Weil das wird als Kill gewertet. Und, aber die sind dann nicht wirklich tot. Die erwachen dann einfach wieder zum Leben. So, ihr seht das, da ist ein Abgrund, aber hier ist leider keiner zum Reinkicken. Ah. So, da ist... Ja, so, kommt. Looting-Anfänger. Hier. So. Ah, können wir jetzt hier endlich mal einen mal runterstupsen? Oder was ist hier los? Ah, das ist sogar Toffee. Wartet mal. Das ist ja ihre Map hier. Ah, nein. Knapp. Wenn wir reinfallen, verlieren wir Punkte. Das ist die Besonderheit dahinter. So. Das war Yin Yang. Und Cassandra. Genau. Und bam. Genau, der ist immobilisiert. Ach, verdammt nochmal. Na, komm schon. Und... Ach, verdammt. Na, komm schon. Ach, jetzt lass mich doch mal hier... Oder ich fahr mal selber runter. Einfach voll heilen. So, wir müssen mal ein paar Kills hier machen. Wir haben nämlich noch 14 Autos hier. Cassandra. Wow. Das Kapäum. So. Ach, verdammt. Verdammt. So. Nee, ich will nichts von dir. Sorry. So. Kriegen wir jetzt endlich mal einen hier runtergeschubst? Nee, tatsächlich nicht. Warum kriegen wir keinen runtergeschubst? Und... Ah, komm schon. Komm schon. Schubst den rein. Ach, verdammt. Na, komm schon. Verdammt nochmal. So, Crane kriegen wir vielleicht da runtergeschubst. Oder Victim. So, Victim ist runtergefallen. Haben wir jetzt den Punkte? Nein, hab ich nicht. Krass. Okay, dann hier so. So, und einmal... Ah, warum kommt dann jetzt die Plattform wieder hoch? Verdammt nochmal. Manu, ich will wenigstens einen Kill haben hier. Ich will wenigstens einen Kill haben. Ach, das gibt's doch nicht. Och, Leute. Energieverlust, so. Der ist immobilisiert. Und da können wir den jetzt eigentlich da reinschieben. Ach. Es will nicht gelingen. Ich weiß nicht warum, aber es will nicht klappen. Oh, wir sind am Qualmen. Okay, Cadence. Ja. Da, seht das. 5000 Punkte. Weil wir einen runtergeschubst haben. Okay, und wir brauchen einmal eine Heilung. Boah. Lady Cassandra wurde gekillt. Okay, und... Wow! Ja. Aber das war gut. Das war gut, weil wir für den Stunt Punkte gekriegt haben. So. 10 Autos noch. 115.000 Punkte. Und Cadence. Ach, du Glücksschwein. Wirklich. Aber wir haben Toffee bekommen. Sehr gut. Und das passt ja zum Folgenende. Und wir haben... Ja, guckt euch das an. Na, wo ist denn Toffee? Wo ist denn Toffee? Also, sie wurde getötet. Okay. Ja, geil, Freunde. Das heißt, wir haben locker mit 110.000 Punkten Vorsprung gewonnen, das Segment. Echt krass. Ja, geil. Okay. Wir haben unsere nächsten Autoteile. Ah, nice. Schau dir das an. Wir haben ein Raketentriebwerk hinten drauf. Oh mein Gott. Richtig krass. So, okay. Profil auswählen. Warte mal. Spielchen speichern. Ja,
dann überschreiben. Genau, ich dachte, ich hätte jetzt aus Versehen meinen privaten Sprecher stehen. Okay. Gut, Freunde. Wir haben bis jetzt einen Clean Sweep, das heißt einen sauberen Run. Und überall Erster gewesen. Sehr, sehr schön. Das läuft schon sehr gut. Und genau, liebe Freunde, würde ich sagen, wie es hier bei Under Construction weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Also jetzt gerne weiter in den Kanal. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.